Götzi, wo ist eigentlich dein Problem? Warum bin ich dein Problem? Weil ich immer noch im Bett liege? Ich muss viel liegen. Und so wie ich sehe, warst du sogar schon draußen. Hast dein Geschirr an. Warum kommst du dann her und schreist mich an? Hm? Ich soll mitkommen raus. Mach ich gleich. Du kannst doch jetzt erstmal ohne mich gehen. Katzi. Ja, ich stehe ja schon auf. Komm her. Cosmo. Cosmo. Komm. Wir kuscheln ein bisschen, dann gehen wir. Nein? Hast du Angst? Ich will mit dem anderen Kätzchen weggehen. Er hat ein bisschen Angst. Komm. Katzi. Hab keine Angst, keiner tut dir was. Sei nicht böse. Nein, sei nicht böse. No. Katzi. Warum kommst du nicht mit? Ist dir zu warm? Willst du nicht mehr draußen spielen? Nein. Dann würde ich dir dein Geschirr ausziehen. Es sei denn, du willst jetzt mitkommen. Dann lassen wir das noch an. Komm. Komm schnell. Willst du nicht? Dann bleib hier, dann ziehe ich dir das jetzt aus. Aber wie? Wie? Du kommst jetzt mit und fängst an zu rückwängeln, dass du doch raus willst. Wenn das jetzt so eine Taktik von dir war. Ist viel zu warm, ne? Ja, Katzi. Nee, ich habe dir das gerade erst ausgezogen. Das war so klar. Dann ziehen wir dir das wieder an, kein Problem. Musst du halt stehen bleiben. Guten Morgen, alles Gute zum Muttertag. Dankeschön. Katzi. Katzi. Wo bist du? Hier. Bist du? Wer hat dich denn schon wieder reingelassen? Damit du hier weiter rummeckerst? Ja, wer war das? Hm? Wer war das? Bitte schön, mein Kuschi. Komm mit. Wir gehen jetzt raus. Ja? Was hältst du davon? Komm. Gehen wir mal gucken, was Papi und Oma machen. Ja? Guck mal, den haben wir extra für dich rausgestellt. Damit du dich verstecken kannst vor der Sonne. So. Marcel hat gesagt, ich soll mitgucken, wo die Pflanzen eingepflanzt werden. Was ist denn? Achso, ich dachte gerade, das Blatt ist zur Hälfte. Ja, ja, das ist eine Hortensie, aber ich dachte gerade, das ist schon zur Hälfte vergammelt. Und diese Pinky Winky, das war doch auch eine Hortensie, oder was war das? Die hier? Die unten? Die da? Pinky Winky, nee. Ne? Ja, aber das ist keine Hortensie, oder? Das ist. Katzi. Katzi, was ist denn los? Hm? Oh, hier, guck mal, was hast du hier? Vorsicht, nicht so sehr im Dreck sudeln. Gott, oh Gott, oh Gott, Kätzchen. Kätzchen, du bist doch kein Schweinchen. Was soll denn das? Du bist doch kein Schweinchen. Was ist das hier? Ein Schweinchen. Und dann mit diesen Pfoten ins Bett. Ist ja klar. Ja, guck mal, wie er aussieht. Ja, du. Wie groß hast du gesagt? Was wird so groß? Das hier. Das wird so groß? Da steht auch bis zu 2 Meter. Du Scheiße. Eigentlich haben wir ihn als kleinen Busch gekauft. Ja, wachsen auch manche. Deswegen. Na, super. Mandelbäumchen ist zu viel. Mandelbäumchen ist zu viel. Findest du? Nein. Weil da kann wirklich schon ein bisschen was hin, dort bei den Mandelblöckchen, weil da halt eben nur dieser Stamm ist, damit da so ein bisschen was daneben ist, was dann ein bisschen wieder, ne? Ja, aber ist denn dann das, ja. Ja, dann. Keine Ahnung. Tja, ich weiß es auch nicht. Was war mit dem Rosa hier? Ja, die sind doch so als kleine Büsche, so zwischendurch immer, ne?
Ich hoffe nur, dass die nicht irgendwann von den anderen Büschen schattenmäßig überschattet werden. 20 Zentimeter. Kannst du dir ausrechnen? 20 gut. Bis 30 Zentimeter. 20 bis 30, das ist in 10 Jahren, das ist dann 2 Meter. Ne? Oha, auch 2 Meter der Busch da. Hm. Der wird auch 2 Meter. Mhm. Und Cosmo liegt jetzt im Schatten. Der wird, glaube ich, nicht so gut. Mach mir gar nicht die Schüre zum Sorgen, mach mir die Wurzeln, ja. Der wird nur 50 bis. Geht's hier? Was ist los? Hm? Ist zu warm? Ja. Guck mal. Das war ein bisschen dreckig, aber du kannst trotzdem damit spielen, wenn du willst. Nö. Okay. Ist zu warm. Ich verstehe schon. Na Pussy, was ist los? Hm? Kätzchen. Willst du nicht raus? Hm? Ist es dir zu warm da? Mit deinem Puschelbuschel? So warm ist es noch gar nicht. Es ist nur in der Sonne ein bisschen warm, okay? Nur in der Sonne ist es ein bisschen warm. Ansonsten ist es gar nicht so warm. Hast du gehört? Hast du gehört? Komm. So, aber eigentlich ist es relativ frisch. Kannst du mit Cosmo spielen gehen. Was ist? Willst du nicht mit deinem Bruder spielen? Ja, der wälzt sich jetzt erstmal im Dreck. Was stimmt denn nicht mit euch, Katzen? Was? Wieso putzen die sich jetzt beide den Bauch? Das ist kein Unkraut. Das ist meine Vergissmeinnicht. Hallo? Ja, die pflanzt du dann rundherum wieder ein. Das ist schon gegen ja. Die buddel mal aus und dann pflanzt du sie wieder ein. Ja, die können auch hier eingepflanzt werden. Hier. Dann sollen sie hier alles wie so ein Teppich verbläudeln. Ja, unter dem Ding. Jetzt können wir sie unter dem roten, das blaue. Ja, das wäre doch schön. Oder beißt sich das? Nein. Nee, jetzt habe ich da eine Pflanze weggenommen, die fehlt jetzt aber da, ne? Da fehlt jetzt eine Pflanze, die steht ja hier, links. Die würde ich ja nach vorne. Wie, ach, wohin nach vorne? Mhm. Ja. Oder wir lassen das dadurch, dass die ja eh so breit ist, der Weiße. Ja, geht auch. Ja? Hm. Aber da hinten die Hotel würde ich schon reinmachen. Ja, ja. Gut, dann gehen wir jetzt vorne gucken. Ah, Puschi. Puschi, du hast dir den einzigen Fleck ausgesucht, der nicht grün ist, ne? Das ist so ein komisches Kätzchen. Und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben auch noch die ganzen Pflanzen hier. Guckt euch das mal an, die hängen hier schon, wie schön. Ja, also ich finde 10 Euro für so ein Pflänzchen ist voll okay, weil die sind ja auch schon voll am Blühen. Sehen direkt gut aus, wenn man sie angebracht hat. Ja, finde ich schön. Hier sind diese... Die kommen raus. Nein, die dahintere. Lupinen. Lupinen. Mhm. Ja. Was ist das hier nochmal? Sieht nach Erdbeeren aus. Nein, das sind diese Blumen von Oma, glaube ich, noch, oder? Christrosen. Christrosen, genau. Die so. Tulpen sind ja schon abgeblüht. Da hinten hin noch. Ja. Aber das kannst ich mach die. Also hier hätte ich bitte. Ja, dann machen wir das da raus machen, was ich da reingesetzt habe. Das ja. Hab ich nur gedacht, dass, ja. Ist schön, aber was ist mit der ganzen Erde dazwischen? Das sieht ja nicht so schön aus. Das kriegst du eh nicht voll, weil da kannst du nur sowas machen, ne? Aber das ist ja. Oder willst du oder dann diese dazwischen deine ganzen Ringelblumen da? Wie sieht das aus? Nicht Ringelblumen, sondern diese Orangenen. Wie heißen die? Die Wiesen. Ja. Aber das nicht mehr gesehen. Aber das sieht komisch aus, oder? Haben wir die letztes Jahr gesät oder haben wir die gepflanzt bekommen? Gesät haben wir das. Wir sehen, es ist schon bald zum wieder fast zu spät. Das haben wir ja schon. Ja gut, Mai haben wir jetzt. Mhm. Ja, ich würde das nicht so schön finden, wenn mal so eine Pflanze wächst. Mhm. Aber sonst Erde. Das sieht irgendwie so unordentlich aus. Naja, das ist schon richtig. Da muss ich dir recht geben. Da gibt es dann immer nur diese Möglichkeit, entweder Steine oder Rindenmulch. Ah, Rindenmulch. Und Steine, dann heißt es wieder, wir haben einen Steingarten. Oder man muss halt eben wirklich gucken, dass man, wie du sagst, die Takete ist. Da musst du morgen mal gucken, ob unten beim Edeka, ob die da so Samen haben und dann ja. Müssen wir den halt irgendwie so ein bisschen so dazwischen. Ja, das wäre doch ganz gut. Der Salat hier, der kommt dann weg. Der Salat. Das sind diese Ringelblumen. Die verteilen sich ja von alleine, ne? Ja, so würde ich das ganz gut finden eigentlich. Ja, die Rose ist auch schön. Dann würde ich dieses hier ein bisschen lassen. Mhm. Erstmal. Mhm. Weil
Dann können wir hier, haben wir hier ein bisschen die Ringelblumen und das, den Rest machen wir dann raus. Hm. Die Rose ist das dann, ne? Ich weiß. Ja. Ja. Und dieses Dings für die Rose konnte ich nicht reinmachen, weil da brechen uns die ganzen Blüten ab. Müssen oh. wir im Frühjahr, wenn die Rose, setzen wir die rein. Weil dann können wir die Dinger dann auch dazwischen. Also dieses Metallteil, welches ja. 50 Euro gekostet hat, konnten ja. wir jetzt nicht verwenden. Weil dann gibt mir die ganze... Hey, guck mich jetzt nicht so an. Du hast das nächste Jahr nicht ausgedrückt. Wer weiß, was es nächstes Jahr kostet, teuer. Influenza, nee, wie heißt das? Inflation. Influenza. Ich sag mal, wenn jetzt die großen Blüten dann vielleicht weg sind. Ja. ja weil die muss man dann wegschneiden und ja. dann kommen meistens immer nochmal neue. Ah. Dann kann man es nochmal versuchen. Okay. Aber ich hab's jetzt nicht reingekriegt. Okay, alles klar. Weil ich habe schon so viele, leider, Masken, ja. die mir abgefallen sind, das war schade. Na, okay, gut. Katzi, warum weinst du? Was denn? Wir sind doch hier. Ich will auch da sein. Die hier vorne darfst du nie vergessen zu gießen. Ja, ich weiß. Jo, gehen wir wieder zurück, ja. Apollo. Dieser Puschel. Hier, geh zu Apollo. Oder soll ich nicht lieber da die schweren großen Löcher erstmal machen? Kann ich auch machen. Weil das schaffst du ja auch. Ja, oder Papa. Oder okay, Papa. Ich gehe dann jetzt, Papa ja? Nicht. Wie sollen wir da hochkommen? Hm? Ich gehe jetzt rein, ja? Wo waren denn meine Handschuhe?